Interview mit dem Celian Karacan vom VfB Waldshut. Celi, 2:2 beim SV Jestätte, ein Spiel, das wahrscheinlich aus eurer Sicht nichts für schwache Nerven war. Gelb-rote Karte, Unterzahl und dann macht es 2:2. Wie haben das auf dem Platz erlebt? Boah, natürlich nach der roten Karte war es richtig schwierig für uns. Da mussten wir mit Dreierkette spielen. Mhm. Aber zum Glück haben wir es richtig gut geschafft, also gut gestellt. Mhm. Und danach kam der Lux, hat halt 2:2 gemacht. Sehr wichtiges Tor, finde ich. Mhm. Und dann haben wir wieder Moral gehabt. Mhm. Und dann kam der Paddy, haben wir wieder mit Viererkette gespielt. Ja. Passt alles. Eben die erste Halbzeit, der Trainer gerade eben schon gesagt, die kann man abhaken, war nicht so prickelnd. Ja. Dann haben wir drei gegnerische Chancen kurz nach der Pause, wo das Spiel entscheiden kann, oder? Ja, natürlich. Da war er dann noch nicht so auf dem Schirm. Und dann haben wir aber wirklich nochmal gekämpft, haben wir gezeigt, VfB Waldshut lebt, oder? Ha, ja, hier 2:2, einen Punkt rauszuholen, richtig Jestätten, also seit 7 Spielen unschlagbar, glaube ich. Ja, oder gut, sie haben jetzt einen Wittlinge verloren, aber ja, sie waren genau. Eine gute Serie gehabt, ja. Und dann hier noch Punkt rauszuholen, ist echt gut. Kommen wir zu dir. Bist du VfBler seit Anfang an oder wie ist dein Werdegang? Ja, mein Jugendgang, ich bin mit VfB aufgewachsen. Okay. Und danach bin ich zum Team gewechselt, A-Jugend. Und von A-Jugend bin ich dann direkt auf AGS. Okay, AGS Lauchringen. Genau, AGS Lauchringen. Mhm. Und von da aus bin ich hier, weil hier stimmt, du bist Kollegen vergangene so. Saison bist mit dem Luca Endlikofer zusammen. Genau, gekommen, genau. Ja. Und jetzt hier, weißt du, das ist hier gut eingelebt, passt ja, alles? Ja, hier habe ich Kollegen gehabt, schon aus der Jugend. Mhm. Die Verständigung ist gut, ist gut. Mhm. Ich meine, eine junge Mannschaft, die muss geführt werden, das fehlt vielleicht manchmal ein bisschen, gell? Natürlich, dass da ein, zwei Routiniers fehlen. Aber warum spielt der nächste Saison auch noch in der Bezirksliga? Und wirst du dann auch gegen deinen Bruder spielen oder schafft es der FC Dinge, dass er sich in der Landesliga hält? Ich glaube nicht, dass FC Dinge noch schafft, aber wer weiß. Mhm. Die sind. Jetzt haben sie es schon besser, glaube ich. Jetzt haben sie morgen ein Spiel, ja. Auch wichtiges für ihn. Aber ich glaube schon, dass sie es schaffen. Mhm. Mein Bruder, ich vertraue meinem Bruder. Okay, aber warum werdet ihr es schaffen, VfB Waldshut? Warum werdet ihr in der Bezirksliga bleiben? Wir werden es schaffen. Wir kriegen noch Rückrunde gute Spieler, zum Beispiel den Stürmer Haron Sengin. Der ist auch stark, jung, hat auch hochgespielt bei Landesliga in Tingen. Der würde uns schon helfen, finde ich. Okay, das heißt, wer den VfB Waldshut abschreibt, macht einen Fehler. Natürlich, okay. Das auf jeden Fall. Celi, dann wünschen wir dir für den Rest der Saison alles Gute. Danke und auch. Noch viele solche emotionale Spiele wie heute. Dankeschön. Danke.